Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Part der Omega Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ja, wir haben beim letzten Mal die Routen gemacht, die noch anstanden, bevor ich die Siegestraße mache. Und heute werden wir die Siegestraße machen. Und mal schauen, wie sehr oder wie gut ich mich anstellen werde, durch die Siegestraße zu kommen. Aber bevor wir das machen, habt ihr ja schon in der kleinen Training-Montage gesehen, wir haben trainiert. Wir haben trainiert. Und dementsprechend sieht auch jetzt unser Team aus. Wir haben nämlich einmal ein entwickeltes Flampivian. Es ist nicht mehr ein Flampion, es ist diesmal ein rohe Gewalt Flampivian. Also ein Flampion vorher, jetzt Flampivian. Hat die Attacken Drachenstoß, Klebenetz, Flammenrad und Kraftwelle. Ein ordentlicher Feuerstep. Das ist schön, das freut mich, das gefällt mir. Hat ein lasches Wesen und wie gesagt auch hat rohe Gewalt und ist auf Level 55. Dann haben wir Julia, das Hippoteros, auch auf Level 55 und hat ein hartes Wesen und ist sehr eitel. Julia ist also ein sehr eitles Hippoteros. Und hat die Fähigkeit Sandsturm und die Attacken 1000 Wellen, das ich mal beibringen konnte, weil. Oder dass ich Julia beibringen konnte, weil ich noch eine Herzschuppe hatte und zufällig gesehen habe, hey! Das ist ein guter Bodenstep und den muss ich haben. Und hey, das ist auch wegen meinem harten Wesen nicht schlecht. Und darüber hinaus hat noch Walzer, hat auch Flammenrad gelernt und Geowurf. Dann haben wir Yannick, das Kyogre. Auf Level 57 hat ein sachtes Wesen und hat die Fähigkeit Niesel und die Attacken Surfer Pilzspore, Konfusion und Tech Blaster. Dann haben wir Sarah auf Level 57 mit einer ultra hohen Verteidigung und die Spezialverteidigung ist, Ja, was ist mit der Verteidigung? Na, mit der Spezialverteidigung. Naja, ist auf Level 57, hat ein Solowesen und die Attacken Schlagbohrer, Eiszapfhagel, oh mein Gott. Steinpolitur und Blizzard. Blizzard habe ich, ist zwar jetzt nicht so stark wie Eiszapfhagel, weil, ne? Der Spezialangriff ist jetzt nicht so hoch wie der Angriff, aber für physische Walls wäre es vielleicht nicht so ganz verkehrt. Dann haben wir Pikachu, das Wummer. Auf Level 55 hat ein lasches Wesen und die Attacken Schlammbad, Klebenetz, Hydropumpe und Hitzewelle. Und dann haben wir noch Nacho, das Viskogon auf Level 60 mit den Attacken Voltwechsel, Knochenrand, Nahkampf und Zenitstürmer. Und wir sehen, super hohe Spezialverteidigung, Vegetarier als Fähigkeit, hat ein zaghaftes Wesen und trotz des neutralen Wesens so hohe Werte. Perfekt. Und ich muss sagen, ich hoffe mal, dass ich für die Siegestraße bereit genug bin. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich muss aber auch noch sagen, das muss ich jetzt dazu sagen, bevor ich in den Kommentaren lese, so, wieso hast du denn so viele Glückseier? Und das ist doch scheiße. Du hast bestimmt gecheatet. Nein, Leute, passt auf. Ich nehme jetzt erstmal die Glückseier wieder runter, weil die brauche ich jetzt im Moment nicht. Die brauche ich nur fürs Training. Da muss ich auch gleich mal gucken, ob ich dann auch den EP-Teiler ausgemacht habe. Und dann zeige ich euch mal, was ich gefunden habe, als ich mir die Glückseier gefarmt habe, beziehungsweise gesucht habe. Ich habe nach einem Pelipper gesucht. Und ich dachte mir so, ach komm, ich muss unbedingt einen Pelipper haben, weil sonst kann ich ja nicht Decksnarf machen und was weiß ich, sonst kriege ich ja keine Glückseier. Und zufälligerweise, nach dem zweiten Decksnarf-Encounter, ich habe mir einen Pelipper gefangen, damit ich es halt im Decksnarf drin habe und dann nach dem zweiten Decksnarf-Encounter ein Pelipper. Ein Shiny Pelipper. Und ich denke mir, ich habe nicht mal wirklich so krass reagiert, sondern so. Wow. Also das war total weird. Das war plötzlich da. Und dann. Ja, hier ist es nun. Also ich habe auch davon ein Bild auf Twitter gemacht, also für die Leute, die meinen, ich hätte es gecheatet oder so. Es wird auch nicht benutzt. Es ist halt einfach da. Falls ich jetzt natürlich jetzt nochmal einem Shiny begegne, so onscreen, wird es dementsprechend auch einen Spitznamen bekommen und vielleicht auch in mein Team aufgenommen. Aber wir werden mal sehen. Wie gesagt, wir müssten jetzt heute die Siegestraße machen. Und bevor wir dann am Samstag zum erstmaligen Showdown kommen, nämlich die Top 4. Aber dazu
kommen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Video. Auf jeden Fall, diesmal steht die Siegesstraße an und ich brauche ein Pokémon mit Stärke. Okay. So, dann lass mal gucken. Wer kann denn Stärke? Du kannst Stärke. Ist natürlich jetzt die Sache. Einer von den beiden hier. Wir gucken mal, was kann Julia denn nochmal? Geo, ja, ich bin nicht so der Fan von Geowurf, muss ich sagen. Ich meine, es macht instant jetzt 55 KP Schaden. Walzer ist auch jetzt so ein Angriff. Ich fände an Walzer. Weil das ist so ein Angriff, der mich 5 Runden lang blockiert. Ich kann nicht heilen, ich kann nichts. Und das ist nicht so prickelnd. Deswegen, dann gehen wir jetzt noch auf Stärke. So, also. Okay, wo muss ich lang? Okay, hier muss ich schon mal nicht lang. Alles klar. Wenn der Part hier wieder länger wird, dann tut mir das leid. Entschuldigt bitte. Na, ich habe es nicht bis hierher geschafft, um zu verlieren. Diese Option existiert einfach nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was bist du denn für einer, Pablo? Ah, super, ein Pablo auch noch. Ein Strawickel. Okay, Strawickel macht mir jetzt nicht so viel Angst. Auch wenn es auf Level 54 ist. Wobei, das ist Level 54. Ihr habt auch wahrscheinlich in der Training-Montage gesehen, anfangs hatte ich extrem krasse Probleme gehabt. Und gerade das Leveln in Oras ist so. Es ist so anstrengend. Ich weiß nicht, es ist total anstrengend. Selbst mit einem Glücksei und mit. Was war das? Glücksei und EP-Teiler habe ich 3 Stunden gesessen und habe trainiert. 3 verdammte Stunden. Okay. Ja, klar! Wilde Demeteros ist in Ordnung. Ist ja nicht so, dass ich vielleicht auch einen Demeteros gerne gehabt hätte. Ich meine, Kyogre ist kein schlechtes Pokémon, auf keinen Fall. Aber Demeteros, hallo. Und für die, die sich jetzt fragen, so, warte mal, heute ist doch Freitag, wieso kommt heute der Randomizer? Wieso kam gestern denn keiner? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin gestern einfach nicht dazu gekommen. Das tut mir leid, aber ich konnte einfach nicht. Ich konnte nicht aufnehmen. Gestern war sowieso dann so ein stressiger Tag und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Dann musste ich ja, wie gesagt, noch trainieren. Dann war es schon, ich weiß nicht, da war es, glaube ich, schon 22 Uhr, 10:30 oder so. Und, oh mein Gott, so. Ich muss mal eben mein DS-Ladekabel hier nehmen und mein DS mal hier aufladen. So, und dann dachte ich mir, jetzt noch aufnehmen, nee, da hast du jetzt nicht wirklich Bock drauf. Dann habe ich es dann einfach sein gelassen, also an der Stelle, sorry. Hier ist aber jetzt der Part und dementsprechend, also es wird aber auch morgen einen weiteren Part geben, also schaut auf jeden Fall, wenn ihr wollt. Wie gesagt, es tut mir leid. So, also wir machen mal einen Nahkampf. Hoffentlich, ist mal guten Schaden. Hoffentlich hast du jetzt keinen Gefriertrockner. Bitte hab keinen Gefriertrockner. Ah, du machst Psycho Plus. Na ja, dann. Dann kann ich ja nochmal Nahkampf machen. Und für die. So, für die sich jetzt die Training-Montage. Ich bin ehrlich zu euch. Ich schneide das auch nicht aus der Training-Montage raus, weil mir das auch ein bisschen zu lange dauert. Ich muss jetzt dazu sagen, da ist wieder so meine Ehrlichkeit, ich will euch nicht irgendwie verarschen oder so.
In der Training Montage sind mir die ein oder anderen Pokémon besiegt worden. Und, ja. Was sollen wir damit machen? Ich habe zum Beispiel Anna ist im Training besiegt worden. Ich habe Sarah, das im Training besiegt worden ist. Julia ist mir, glaube ich, auch im Training besiegt worden. Also, ich meine, ihr könnt gerne entscheiden, was mit denen passieren soll. Ob sie jetzt abgelegt werden müssen. Weil theoretisch, es gibt ja keine Reaktion dazu. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ich jetzt keine Reaktion dazu habe, würde ich jetzt eigentlich nicht haben. Also würde ich jetzt nicht irgendwie reinnehmen wollen. Aber wie gesagt, ich will euch nicht irgendwie verarschen oder so. War das ein Shaman? So, mal gucken. Wo muss ich denn lang? Ich habe jetzt auch keine Lust, Blitz einzusetzen. Wilde Papinella. Papinella! Klar, normalerweise sagen die Nuzlocke-Regeln, ja, wenn ein Pokémon besiegt ist, muss es abgelegt werden, dies, das. Aber, wie gesagt, ich persönlich bin jetzt nicht so. Das ist nicht, weil ich die jetzt unbedingt mit dem Team lassen will, sondern das würde ich auch bei einem Raupi sagen. Wenn ich jetzt einen Raupi hätte und es wäre mir besiegt worden, hätte ich auch gesagt, naja. Ephoserp. Hallo Ephoserp. Was hast du für. Was sind denn das für dünne Beinchen? Das ist ungefähr so dünn wie dieser Briefumschlag hier. Der hat so Briefumschlagbeine. Okay, Flammenrad. Boom! Und als ich Flammenrad. Als ich gesehen habe, dass es. Dass Flampivia ein Flammenrad erlernt, dachte ich so, oh mein Gott, wie cool! Ein Move, der meine Initiative erhöht. Und ich setze das ein paar Mal ein und denke mir, warum erhöht sich meine Initiative nicht? Und dann so, oh, das war ja Nitro-Ladung und nicht Flammenrad. Well, das war nix. Hitzewelle! Bam! Also im Moment hat das noch nicht so wirklich was von Siegesstraße. Ich weiß nicht. Irgendwie hat das noch nicht so was von Siegesstraße. Ich kann mich natürlich auch irren. Und wir werden für die Top 4 auch noch mal eine Training-Montage machen müssen. Das wird aber diesmal eine. Ja, wobei, von der Zeit her ist es eigentlich dasselbe. Von der Zeit her ist es genau dasselbe. Das werdet ihr nicht merken. Bis hier habe ich es mit Ach und Krach geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Okay. Dann, ja. Edgar. Mit einem Anoris. Warum haben die so komische Pokémon? Irgendwie macht mir das Angst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich irgendwas Krasses kommt. Oh, Level 56. Ich mach mal Drachenstoß. Schade, dass ich kein Leben Orb habe, sonst könnte ich meine Attacken noch weiter verstärken. Du kannst Nitro. Anorit kann Nitro-Ladung, als ob wir nicht gerade eben davon gesprochen hätten. Du bist aber trotzdem noch zu langsam. Also wie gesagt, wir werden noch mal eine kleine Training-Session. Wir werden noch mal eine kleine Session einlegen. Aber ich muss den EP-Teiler noch ausstellen. Fällt mir nun mal gerade so auf. Sollten wir noch mal eben schnell tun. Weil ich möchte eigentlich mit dem Team, so wie es jetzt ist, eigentlich mal die Siegesstraße dann schaffen. Jetzt muss ich mal gucken. Au. Oh. Für ein Kind schaust du ganz schön entschlossen drein. Das motiviert mich für unseren Kampf gleich umso mehr. Oh nein. Uh-oh. Zwei Pokémon. Raubein, zack. Na, das ist ganz schön auf zack, würde ich sagen. So, also Flampivian, dann würde ich sagen, Kind wo? Dann würde ich sagen, mach mal Drachenstoß. Das sollte vollkommen ausreichen. Mhm. Okay. Das, ist ein bisschen zu stark. Ich könnte Sarah reinschicken. Allerdings ist Sarahs Spezialverteidigung echt nicht gut. Oh Gott. Oh mein Gott.
Ich muss mal gucken. Was könnte Rayquaza? Ich muss mir das jetzt mal eben anschauen. Wie viel Schaden könnte ein Rayquaza machen? Everlock. Rayquaza. Fireblast. Ach du Scheiße. Okay, warte. Zara ist auf Level 58. Rayquaza ist auf Level 51. Also ein Feuersturm wäre ein garantierter One-Hit. Wie wäre es mit Hydro Pump, Hydro Cannon? Wäre ein Two-Hit. Jetzt muss man natürlich auch mal gucken. Zaras Werte sind natürlich anders als hier beschrieben. Zum Beispiel hat sie ja hier 63 Spezialverteidigung. Das heißt, wir machen da mal die DV auf 3 und... Ja, okay, machen wir es mal auf 15. Das wäre eine Chance zu One-Hitten. Ach du Scheiße. Ich will's nicht... Nein, also ich muss sagen, ich will's echt nicht drauf ankommen lassen. Gerade weil ich auch nicht weiß, was dieses Rayquaza kann. Ich bin 7 Level drüber, aber ich bin ungefähr genauso stark wie, was weiß ich, wie dieser Briefumschlag hier. Phantomkraft. Okay. Zenitstürmer! Tarnsteine! Oh! Jetzt werden wir also competitive! Oh! Ja, natürlich! So, also, Voltwechsel! Oh oh! Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Oh oh! Ich brauche Tränke! Oh oh! Theoretisch könnte ich noch rausgehen. So, ich mach mal Tech Blaster. Warum ist Rayquaza langsamer als Kyogre? Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Das verstehe ich nicht wirklich, wenn ich ehrlich sein darf. Yannick erreicht Level 58. Zack, Raubein. Da habe ich dich doch glatt unterschätzt. Tja, das hast du gemacht. Zack. Tja, würde ich sagen, zack, da hast du verloren. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ach, komm schon. Hallo, ich möchte gerne hier runter. Dann bin ich schon wieder in dieser Dunkelheit. Ein Top-Elixier. Es wäre schön, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, was anderes finde. Wie gesagt, ich könnte zwar einen Blitz beibringen, aber ich habe da nicht so wirklich Lust drauf. Ein neues Pokémon. Und es ist... ein Rihornior! Das erinnert mich wieder an mein Rihornior, wie es einfach nicht lange durchgehalten hat. Ja, natürlich, ich muss extra zu dieser Leiter hin. Da lobe ich mir die Leitern aus der dritten Generation, die einfach... Oh nein. Oh Gott. Oh mein Gott. So, ich setze mal Pikachu und Julia nach vorne. Ach du Scheiße. Als Team sind wir unschlagbar. So schnell wirst du uns nicht mehr vergessen. Na, super. Oh Gott. Ich ahne es schon.
Taub sie! Entschuldigung. Aber das mit dem Taub sie ist natürlich jetzt richtig krass. Okay. So, mach mal Hitzewelle und dann mache ich mal 1000 Wellen. Ach, sie so, jetzt wehrt den Angriff ab. Natürlich, ich meine, warum nicht? Warte mal, 1000 Pfeile hat Wirkung auf Taubs, hat 1000 Wirkung? 1000 Wirkung. 1000 Pfeile hat Wirkung auf Flug-Pokémon, aber 1000 Wellen nicht? Okay. Okay, Sisukids, okay, danke schön. Taubsi und Sisukids. Taubsi und Sisukids sitzen auf dem Baum. Ah. Ah, wie konnte das geschehen? Das war wohl meine Schuld, tut mir furchtbar leid. Tja, was habe ich denn getan? Das ist eine gute Frage. So, hier könnten wir nochmal raus. Aber dann kriegen wir auch hier die TM Psychokinese. Jeder, der nicht wusste, dass es hier die TM Psychokinese gibt, vor dem Sonne und Mond Release wisst ihr es jetzt nochmal, dass ihr hier Psychokinese bekommt. So. Okay. Oh Gott, ein Experte. Für unnützes Gerede habe ich keine Zeit. Zeig mir lieber, wie motiviert du wirklich bist. Oh Gott. Ich meine, bis auf das Rayquaza habe ich bis jetzt noch Glück gehabt, was Trainer angeht. Aber... Anspannen. Anspannungsverluster. Zwangkoin. Wow, jetzt kriege ich Anspannung als Fähigkeit. Das hast du super gemacht, Verluster. Jetzt kannst du deine Wasserstärke verringernde Beere nicht nutzen. Das hast du ja ganz toll hinbekommen. Du bist motiviert bis in die Haarspitzen. Ja, zumindest von dem, was mir noch übrig geblieben ist an Haaren. Ah, es ist so dunkel hier. Wilde Hubelupf. Hubelupf! Ja, besser ein Hubelupf als ein Kugelupf. Ich glaube, ich sollte mal einen Schutz einsetzen. Es war schön, Papinella zu sehen, aber ich glaube, es wäre vielleicht besser, einen Schutz zu nutzen. Ah, super. Haben wir noch einen? Haben wir noch hier so einen? Oh, der Avatar. Hi. When the world needed him the most, he vanished. Oh, Mann. Was passiert, wenn ich noch... Was passiert nochmal, wenn ich hier runtergehe? Wow. Wow. Ich kann nicht hier hin. Super. Wenigstens durfte ich mal Tageslicht sehen. Oh Gott. Ich glaube, das ist die richtige Leiter. Ja. Oder? Ist das die richtige Leiter? Ich glaube schon. Wobei, nein, nein, nein. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss gegen diesen Drachenprofi da kämpfen. Das zwingt mich jetzt gerade dazu, auch wenn es vielleicht jetzt der größte Fehler ist, den ich jemals in diesem Projekt gemacht habe. Wobei ich einige große Fehler gemacht habe. Zählt sie mir bitte nicht auf. Ich muss gegen ihn kämpfen. Ah! Oh Gott! Drachen-Pokémon sind die allerstärksten. Ich werde
ein Exempel, an dir ein Exempel statuieren, um das zu beweisen. Da bist du King Cold? Der wollte auch an Trunks ein Exempel statuieren, aber im Endeffekt, naja, ein Mebrana. Hm. Okay. Mebrana ist ein Pokémon, damit komme ich klar. Denke ich. Doch, also... sollte ich. Auch wenn ich, glaube ich, keine Pflanzenattacke habe. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Mebrana jetzt H2O-Absorber hat. Okay, ich würde sagen, wir probieren mal Hydropumpe. Panzerschutz. Aha. Sehr gut. Das lässt sich schon mal von Hydropumpe treffen. Das ist nicht schlecht. Das gefällt mir. Dann mache ich jetzt mal Schlammbad. Flammenball. Mebrana wurde besiegt. Du! Ja, ich! Okay, war ja dann doch... Ging ja dann doch noch. Okay. So. Was ist denn... Ach ja, jetzt muss ich über die Brücke da. Schon wieder Johannia. Junge! Rihornio, calm down! So, warte, jetzt muss ich mal eben gucken. Wer hat mir denn da gerade auf WhatsApp geschrieben? So schnell das doch raus, wenn du eben was nachguckst, das ist nervig. Das. Okay. Nein, ich schneide sowas nicht raus. Na super. Das hört auch nicht auf. Es hört nicht auf. Ich setze jetzt mal Anna nach vorne. Grips und Muckis. Hey, mich hat da eben mein Trainer angesprochen. Wir machen es wie besprochen. Du greifst zuerst an. Na los, mach gleich mal den Anfang und greif ihn an. Okay. Hallo! Das ist ein Markbrand! Ich weiß nicht, um wen ich mich zuerst kümmern soll, muss ich ehrlich sagen. Anna macht schon mal Drachenstoß auf Lavados. Lehmschuss! Hör auf! Hör auf! Magnetflug. Ah, es macht sich wenigstens immun gegen Bodenattacken. Na dann! Ja, ich muss jetzt aufpassen. Ich darf Anan jetzt nicht drin lassen. Oder warte, wie sieht das eigentlich mit meinen KP-Erholungs-Items aus? Wow! Zwei Top-Elixier, zwei Top-Äther und ein Herzkonfekt. Na, immerhin habe ich ein Herzkonfekt. Das ist ja schon mal was. So, dann würde ich sagen, schicke ich mal Sarah raus. Und Wummer macht Hydro... Ja, ich muss Hydropumpe machen. Und dann wird Sarah rausgeschickt. Hoffentlich ist die KI jetzt nicht so hoch, dass sie weiß, dass ich jetzt Sarah rausschicke und erst dann den Angriff startet. Weil dann habe ich ein Problem. Voltackle. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Voltackle. Das ist alles nur deine Schuld. Pff, hättest du dich mal richtig angestrengt. Tja, und so ist das halt mit Meinungsverschiedenheiten. Jetzt sind wir auf genau der Ebene. Aber wisst ihr,
Ich bin jetzt mal so jemand und nutze mein Fluchtseil. Mein einziges Fluchtseil. Weil wir kommen jetzt an der Stelle aus. Du willst mir jetzt ernsthaft weismachen, dass ich jetzt hier bin und nicht rauskomme? Jetzt muss ich extra die Äonflöte nutzen. Jetzt muss ich extra Latios rufen, damit ich dann. Damit ich dann meine Pokémon heilen kann? Was zur Hölle? Okay. Ja, und im Endeffekt gehe ich hoch, steige auf das Latios, bin oben und sage Latios, Latios, lande wieder. Alles klar. Okay, der Weg bis dort war jetzt nicht lang. Wir haben zwar jetzt schon über eine halbe Stunde, aber ja, ich habe ja gesagt, der wird diesmal wieder ein bisschen länger. Aber ich muss auch sagen, ich will eigentlich mit einem geheilten Team diesen besonderen Trainer da machen. Und das machen wir jetzt eben mal. Und ich will jetzt auch mal einen Superschutz einsetzen, weil sonst dauert das wieder zu lange. Ich weiß, ich könnte es auch schneiden. Aber ich bin eine faule Person und mir ist das persönlich lieber direkt uncut. Alles so zu sehen, wie es auch aufgenommen wurde. Wow, ich habe einen Schutz. Wo habe ich denn meinen Superschutz? Da habe ich meinen Superschutz. Wäre natürlich alles nicht passiert, wenn ich schon vorgesorgt hätte und wenigstens ein paar Hypertränke dabei gehabt hätte. Aber gut, dann ist das halt nicht so. Warte, da muss ich lang. Da muss ich lang und den Felsen verschieben, bitte. Dankeschön. So, und dann einmal bitte den Felsen hier verschieben. Yes. Wie ich einfach diese Siegesstraße auswendig kann. Das macht mir Angst. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, ich muss jetzt hier stundenlang rumirren, weil mein Orientierungssinn sowieso vollkommen schwach ist. So. Dann sind wir ja schon wieder an der Stelle. Hat ja jetzt nur ein paar Minütchen gedauert. Ich hoffe, ihr könnt es verkraften. So. Jetzt noch über diese beiden Brücken hier gehen. Nicht über 7 Brücken muss ich gehen, sondern nur über 2. Und dann sind wir auch an dieser Stelle. 1, 2, 3. 3 Brücken. Nein, ich will den Schutz nicht mehr einsetzen. Boah, ich bekomme gerade voll die Gänsehaut. Oh mein Gott. Ich muss jetzt auch, es tut mir leid, ich muss jetzt auch ein bisschen die Musik aufdrehen. Hallo? Bring! Oh, hallo Daniel. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du dein Versprechen von damals eingehalten hast. Dass ich es bis hierher geschafft habe, verdanke ich allein dir. Ich konnte nur so stark werden, weil ich damals gegen dich den Kürzeren gezogen habe. Er hat jetzt auch voll die selbstbewusste Stimme. Ne, er ist jetzt nicht mehr so, hi, sondern so... Du und dein Pokémon-Team
hat bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Oh ja, das haben wir auf jeden Fall. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüberzustehen reicht, um diese Stärke in jeder Faser meines Körpers zu spüren. Oh mein Gott! Diese Musik! Ah! So geil! Also wenn es einen Soundtrack gibt, den ich in Oras richtig feier, dann den. Das Blöde ist, es gibt keine richtige Extended-Version davon, sondern halt wirklich nur das. Okay, ein Schnurrgast. Okay, was will... Oh mein Gott, ich hab Angst. Elektrofeld. Hör auf, ich will... Okay, mach mir Schlammbad. Erdkräfte. Oh, okay, okay. So, damit hätten wir Schnurrgas schon mal den Gar ausgemacht. Okay. Puh. Schallwelle. Oh, das kann nicht schaden. Muss ich sagen, also... Klebenetz ist schon... okay, lass mir Schallwelle sein. Wobei... Das wird durch Megawumme verstärkt. Scheiß auf Klebenetz, kann ich nicht. Vergessen. Klebenetz, bloß. Schallwelle wird durch Megawumme verstärkt. Ich brauche diesen Angriff. I need this. Flurmel? Okay. Hast du jetzt nur Normal-Pokémon? Okay. Ich hab Angst. So. Da schicken wir mal Anna rein. Und ich habe das jetzt auch nur, ne, die Musik auch nur aufgedreht, weil das ist halt ein geiler Soundtrack. So. Also, Kraftwelle. Sollte eigentlich ausreichen. Ja. Perfekt. Noctu. Der hat echt nur Normal-Pokémon? Okay. Ja, es wundert mich halt nur. Oh, cool. Oh, entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. Ich würde Sarah reinschicken. Gerne. Das Ding... Okay, komm. Sarah. Tu es. Was kann ein Noctu gegen mich ausrichten? Noctu. Das ist auf Level 55. Das macht nichts. Wie sieht's mit dem Feuer... Ja, warte mal, wie sieht's mit, Sacred Fire? Schon mal nichts. Wie hieß das andere? Lowe Kanonade. Auf Englisch. Machen wir Firestorm. Fire Blast, Entschuldigung. Firestorm. Okay, ein garantierter Two-Hit. Okay, wir riskieren's. Sarah! Tu dein Bestes, Eiszapfhagel! Elektroball, okay, damit komme ich klar. Damit komme ich super klar. Ja! Sehr gut, Sarah! Guck mal da! Oh, guck mal da! Ein guck mal da! So, ja, ich würde sagen, Anna. Es ist ein Guck mal da. Also, dann. Ich meine, Guck mal da ist ein Guck mal da als Shiny ist schon cool, aber. Es ist jetzt nicht das Pokémon, wovor ich jetzt extrem Angst habe. Hoffe ich.
Okay, es hat überlebt. Achso, Kosmikkraft. Süß, wie einfach diese Schülerlotsenweste anfängt zu leuchten. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, wir schicken mal. Warte mal, wenn die jetzt auf 56. Ich schick mal Yannick raus. Oder? Yannick oder Julia? Warte, was hat Julia für eine Verteidigung? 141. Kyogre hat 112. Ja, komm, wir schicken mal Julia raus. Nicht, dass ich Julia unbedingt verlieren will, sondern einfach aus dem Grund, weil eigentlich sollte Julia reichen. Hoffe ich. Jetzt fliegen die ganzen Blütenblätter hier durch die Gegend, aber auch nur, weil der Sandsturm jetzt da ist. So, also 1000 Pfeile. Ah, Kangamanit. Ah, Mega Kangama. Geh weg. Was? Okay. Das war ein Crit. Ah, wobei. Kriegen wir hin. Ich mache weiter Imitator. Wahrscheinlich wird es jetzt Kraft, wird es jetzt 1000 Pfeile machen. 1000 Wellen machen. Ich kann nicht mehr fliehen. Überlebe ich einen Angriff? Wobei. Doch, den überlebe ich. Definitiv. Den überlebe ich. Wenn es kein Crit wird, überlebe ich den definitiv. Steinsch... Nein! 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 Du! Nein! Na! Ich habe jetzt gedacht, der geht jetzt auf... Ich habe jetzt gedacht, der geht nochmal auf Imitator! Den Angriff sowieso. Oh mein Gott, ey. Wenn er auf Imitator gegangen wäre und 1000 Wellen, hätte ich definitiv überlebt. Da gehe ich jede Wette mit euch ein. Aber... Warum machst du das nicht vorher? Ich habe versagt. Ah! Ja, das denke ich mir auch gerade. Daniel, du und dein Team. Ihr habt uns als Gegner ernst genommen und euch im Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken, aber ich möchte mich auch bei Galagladi und meinen anderen Pokémon bedanken. Das war aber kein Galagladi, das war ein Kangama. Mit Steinschädel! Step, Steinschädel! Ich habe das Gefühl, dass ich dank euch allen einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte. Aber hey, immerhin kriege ich einen Funkelstein. Das ist ja schon mal nett.
Hast du zufällig ein männliches Kyria? Wenn ja, dann wende unbedingt diesen Funkelstein auf es an. Heute konnte ich dich zwar nicht besiegen, doch warte nur ab, ich werde fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Bitte kämpf wieder gegen mich, wenn ich dich herausfordere. Versprich es mir, ja? Ja, was ich aber erstmal machen muss, ist meinen Hippoteros ablegen. Weil du es ja mit deinem Steinschädel Megakangama besiegt hast. Ja, Pokémon-Liga. Oh wow, ein Stein. Ja, schön. Gut, dann werde ich mal sagen, wir schauen mal, was ich beim nächsten Mal... Es tut mir in der Seele weh. Es ist... 1000 Wellen. Ich meine, gut, 1000 Pfeile wäre besser gewesen, weil dann hätte ich auch auswechseln können, aber... Hart, Stab, Bodenattacke, es kann Flammenrad... Und dann verliert es auch noch gegen den Megakangama mit Steinschädel. Naja. Gut, wir werden uns dann beim nächsten Mal ein weiteres neues Teammitglied raussuchen. Das werdet ihr aber dann wahrscheinlich in der nächsten Training-Montage sehen, beziehungsweise wir werden uns dann morgen dann der Top 4 zuwenden. Und dann wird mein Team auch ein bisschen aufgebessert sein, auch was das Level angeht. Und ich würde an der Stelle sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder, beziehungsweise im nächsten Part der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, macht's gut, haut rein und ciao.